Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Mit einem neuen Odin war einkaufen, also Odin war shoppen. Heute ist es gerade vorhin gekommen. Ich konnte jetzt erst aufnehmen, das Video, weil die Kleine war da und die ist jetzt hoch zu Fräuchen zum Essen. Ich habe ja eben schon, also vorhin halt Video gemacht vom Einkaufen. Wir waren bei Netto und da habe ich von Nuke hier so zwei Flaschen gekauft. Einfach mal eine Infokarte gucken, da packe ich euch das Video rein. So, aber nicht nur das haben wir. Wir haben hier noch zwei andere Sachen. Die habe ich nämlich hier versteckt unter meinen Papieren, dass meine große Tochter das nicht sieht. Ich muss so ein bisschen leise reden. Die ist im Zimmer, die hat aber Kopfhörer auf, hört Radio. Ich habe nämlich für ihren Geburtstag einen MP3-Player geholt. Die wünscht sich nämlich schon lange einen MP3-Player. Ein Handy kriegt sie noch nicht. Die wird jetzt 12, aber ich bin nicht der Freund davon, dass sie jetzt unbedingt schon ein Handy kriegt. Weil die sowieso nur hier um Haus rum und Schule ist nebenan. Da braucht die noch kein Handy. Außerdem ist er noch nicht so mit einem Aufpassen. Die versaubeutelt das nur. Da habe ich jetzt hier einen MP3-Player gekauft. Der ist unten so gräulich, oben rosa. Mit einem Farbbildschirm. Ich mach mal kurz an. Nee, Quatsch, hier unten ist er zum Anmachen. Mit USB zum Laden. Da kommt Klinke drin. Und hier ist an und aus. Der Knopf da. Seht ihr das? Da. Und da ist es. Mit Memo-Funktion. Und Videos kann sie auf dem kleinen Bildschirm gucken. Und Kalender hat sie drin. Radio hat sie drin. Bilder kann sie gucken. Stoppuhr. Ja, alles Mögliche. Und eine richtige Uhr logischerweise auch oben drin. Sie wünscht sich auch noch eine richtige Uhr zum Geburtstag, weil ich habe ja erst drei oder so gekauft, die alle entweder kaputt, verloren oder kaputt und dann verloren. Und da wünscht sie sich halt eine neue Uhr. Aber sie wünscht sich auch schon Ewigkeiten einen MP3-Player. Und Dann habe ich nämlich auch noch dazu, weil ein MP3-Player alleine bringt ja nichts. So. Halt, das muss man wieder verstecken. Das darf sie ja nicht sehen, das muss ja noch alles verpackt werden. So. Mal wieder so verpacken, verstecken, damit sie das nicht gleich sieht. So. Und dann habe ich nämlich noch eine 16 GB Karte gekauft, eine Micro-SSD, Micro-SD mit 16 GB, das reicht aus, um mir da ein bisschen Helene Fischer, Santiano und sowas alle drauf zu machen. Ich weiß nicht, Helene Fischer, das hat sie von ihren komischen Freundinnen, also ich weiß es nicht, für mich ist es nur ihr Schreier, aber okay. Das ist nicht meine Musik. So, und dann kommen wir jetzt zum Großen, da sind drei Sachen drin. Also wenn alle Sachen da sind, sind es drei Sachen drin und da ist auch nichts für mich mit bei. Das kann ich schon mal verraten. Ja doch, vielleicht eine Sache ist dafür für mich dabei. So. So. Pappe kann weg. Ich würde sagen, ich räume das erstmal raus. Und dann zeige ich euch das. Hoppala. So, was haben wir hier? Ach, die Rechnung. Insgesamt habe ich bezahlt 89,70 Euro. Ne, das haut doch aber nicht hin. Bei Amazon stand da was von 97 oder so.
Na, da muss ich nochmal gucken. Oder irre ich mich jetzt? Oder war das die Bestellung davor? So, fangen wir mal hiermit an. Das ist eine Wärmedecke von Camaray. Die ist, stehen auch irgendwo die Maßen, hier oben stehen die Maßen, 1,50 x 80. So. Wartet, ich hole euch mal wieder näher ran. Dann seht ihr ein bisschen mehr. Eine Wärmedecke. Jetzt fragt ihr euch, eine Wärmedecke? Wieso brauchst du eine Wärmedecke? Ich nicht. Und nein, sie ist auch nicht für Frauchen, obwohl diese wahrscheinlich dann auch ab und zu nutzen wird. Das ist für die Kleine, für das Bett. Oder also für den Stubenwagen und wo wir sie noch hin machen? Ich glaube in die Swing to Sleep. Ich weiß es nicht, jedenfalls hat sie gesagt, wir brauchen eine Wärmedecke, weil das von unten so kalt ist und dass so ein bisschen Wärme von unten kommt, damit die Kleine... Damit es halt war. Für mich ist es schwachsinnig, weil die ist, ein bisschen kalte Füße oder so, aber pff, Mensch. Heizdecke wird nach medizinischen Standards nur angenehm warm, nicht heiß. Also wird nicht heiß, wird nur angenehm warm. So, dann haben wir schon mal. Kann man hier irgendwie. Ach so, hier. Können wir. Das ist gut. Nicht rausmachen. So. Und ein Tragegriff. Das ist gut, wenn ich das hoch zur Frauchen schleppe. Dann haben wir hier. Wartet mal, das seht ihr jetzt schlecht. So. Seht ihr das jetzt? Ich erzähl das. Das ist ein Heißwasserspender. Temperaturstufen 40, 50, 60, 85 und 95 Grad. Drei Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, dass man da auch 24 Monate, okay. Ich hoffe, dass man auch kleinere Gradzahlen als 40 einstellen kann. Aber wenn nicht 40, ist auch eigentlich ganz okay. Das Ding hat 680 Watt. Jetzt fragt ihr euch, was willst du mit einem Heißwassergerät? Du hast doch dein Kaffeevollautomaten. Ja, das ist richtig. Der ist auch nicht für mich, der ist auch für Frauchen. Beziehungsweise für unsere Tochter. So, ich zeige euch das mal. Weil hier kommt Wasser rein, dann kann man hier die Gradzahl und dann kommt das heiße Wasser raus. Für das Pulver. Weil wir müssen zufüttern, weil die Kleine hungrig ist und aus der Brust meistens nicht so viel rauskommt oder die dann irgendwann leer ist und die dann trotzdem Hunger hat. Und da müssen wir dann zufüttern. Mit Milchpulver. Und das Pulver braucht warmes Wasser. Das holen wir dann hier raus. Weil das Wasser muss, so wie es auf der Verpackung steht, von dem Milchpulver, muss abgekocht sein, muss mindestens 5 Minuten gekocht haben. Und nun habe ich mir gedacht, weil das ja auch mal doof ist, wenn du 5 Minuten Wasser abkochen musst. Und dann ist es ja kalt und dann wieder Topf aufsetzen oder was weiß ich, dass das wieder warm wird für die Kleine. Ist es platzsparender und besser wenn und schneller, wenn Frauchen einfach 1-2 Liter abkocht, frühs mit dem Herd und dann halt, was weiß ich, bei uns donnert's. Und dann halt so für die 5-10 Minuten da kochen lässt, damit auch alle Keime weg sind und so, wie es auf der Verpackung steht. Dann haut sie die 1-2 Liter hier einfach rein. 5 Liter passen drin. Und dann, wenn sie dann braucht, sagt sie einfach, hier, pass auf, 40 Grad, bumm, komm raus. 3 Grad geht schnell runter, wie beim Kind ist. Unsere Kleine mag jetzt sowieso was wärmer. 1-2 Grad mag sie sowieso wärmer, als es eigentlich Standard ist. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt sie da mehr nach mir mit, die mag es mehr wärmer. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht für Frauchen eine Arbeitserleichterung und für mich und allgemein, das vielleicht ist es ganz gut für die Kleine. Ja, also Frauchen trinkt ja auch gerne Tee, ja, dann kann sie auch Tee, sagt sie hier, mach mal Wasser, bumm, brauchst du keinen Wasserkocher anschmeißen, dann kann sie sich eine Tasse Tee machen, weil kann man hier besser dosieren, weil ein Wasserkocher haust du halt zu viel Wasser rein und dann hast du zu viel oder zu wenig. Ja. Und ist halt auch für Kaffee und für Kaffeetrinker gut geeignet und so, ist ja auch ihr Kaffeesymbol drauf. Mm. So, und dann habe ich noch einen Ventilator geholt. Der letzte Sommer war mir
Eigentlich eine Lektion. Kauf niemals was im Sommer, wenn du es für den Sommer brauchst. Ich hatte ja so einen Stehventilator, wo Wasser runterläuft. Den werde ich auch nochmal holen. Die sind momentan immer noch ziemlich teuer. Aber wenn der nochmal für 69 oder so im Angebot ist irgendwo, dann greife ich da natürlich auch zu, dass ich dafür im Sommer gewappnet bin. Der ist jetzt für meine große Tochter. Also die ist ja im Zimmer, weil im Sommer, es ging bei ihr. Weil sie ist, also auf ihrer Seite ist ja die ganze Zeit in Schatten. Da ist nur frühs Wärme und dann ist sie jetzt eigentlich und abends ist da auch frische Luft. Aber ab und zu war es auch schon ziemlich heiß und da habe ich gedacht, es ist besser, wenn ich jetzt einen schmalen 19 Euro, im Sommer haben die ja 30, 40 Euro teilweise kostet, die normalen Ventilatoren. Und da habe ich jetzt hier für 19 noch was, Mesco heißt die Firma, Mesco, habe ich jetzt so ein Ding gekauft, steht hier irgendwo die Größe, keine Ahnung, 3 Stufen, 4 Stufen hat das Ding. Und habe gedacht, da bin ich dann auf der sicheren Seite. Guck mal, hier ist kein Henkel dran. So, machen wir das mal so. Das, die Kleine, das im Sommer auch kühl hat. Oh, ich muss gleich alles ausmachen. Also strommäßig. Wird immer schlimmer. Wobei, genau, dass die Kleine das auch kühl hat, die Große das auch kühl hat. Ich hatte ja dann schon meinen Ventilator gegeben. Ja. Und das war mir echt eine Lehre mit vorigen Sommer, wo es so heiß war, da, wo die Dinger so schweinemäßig im Preis angestiegen sind und dann teilweise auch gar keine mehr lieferbar waren. Deswegen habe ich mir jetzt den für Kinderzimmer geholt. Für Schlafzimmer werde ich mir auch entweder so ihn nochmal holen oder so ihn mit Wasser. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch dann nehme ich den mit Ventilator, den für mich und dann für die Große dann mit Wasser. Ich weiß es noch nicht. Da ist halt immer so wenig Platz bei ihr. Und mit dem ist eigentlich ganz gut, weil den stellst du dann so ein bisschen Fenster, dann zieht da die Luft drin und wirbelt die vernünftig und habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen besser, weil das Bett auch ein bisschen weit höher ist. Und da kannst du halt dann schön den Arm hochmachen. Hier steht auch irgendwo steht auch, wie hoch das geht. 40 cm im Durchmesser von dem Drehteil. Das war, stand bei Amazon, stand es wie hoch das geht. Steht es hier vielleicht auch drauf? PL, PED. 2,6 Kilo, 50 Hertz, 45 Watt. Nein, steht hier leider nicht. Scheiße. Naja, auf Amazon stand halt, ich mache euch die Amazon-Links auch mal drin, stand halt, wie hoch das geht. Und da habe ich gedacht, ja, wieder mal für die Kinder gekauft. Und das heißt, ich hoffe, das Heißwasserding ist wirklich so gut, ey. Das werde ich euch auf jeden Fall berichten. Das werden wir heute dann gleich testen. So, ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen rede, wartet für Odin mal shoppen. Ich bin immer noch am Überlegen, was ich für die Große noch zum Geburtstag hole. Die ist sich ja selber nicht schlüssig. Wie soll ich, und kann mir ja auch nicht sagen und habe ja schon ein paar Mal nachgefragt, so durch die Blume. Ja. Und ich stehe dann da, was holst du denn dann? Weil nur ein MP3-Player mit einer SD-Karte ist ein bisschen wenig. Müssen wir mal gucken. Uns fällt schon was ein. So, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Woche, je nachdem, wann ihr gerade guckt. Ich werde, achso, Wochenende ist vorbei, weil ich werde das morgen auf den Sonntag online schalten wahrscheinlich. Ich wünsche euch jetzt was. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.